Innere Medizin, Medizin für den ganzen Menschen. Unter diesem Motto findet im April 2018 der 124. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin statt. Ein Schwerpunkt dabei? Bewegung im Alter. Dazu forscht Frau Dr. Ellen Freiberger an der Universität Erlangen. Häufig kriegen wir tatsächlich ja von älteren Menschen so: in meinem Alter, das bringt doch gar nichts mehr. Und hier ist die Forschung sehr positiv und konnte ganz klar aufzeigen, es ist tatsächlich nie zu spät. Ich kann auch mit 90 tatsächlich meinen funktionellen Level etwas steigern, wenn ich das, wie wir so schön sagen, das Couch-Potato bin, also der sehr inaktive Mensch, der sich kaum mehr bewegt, dann ist es so, dass man durch ein Bewegungsprogramm da tatsächlich sehr schnell Verbesserungen sieht. Oder es kann ja auch im Alter ganz wesentlich werden, den funktionellen Level, den ich habe, die Bewegungsfähigkeit, die ich habe, über einen längeren Zeitraum zu erhalten. Und aus dem Grund sagen wir ganz klar, es ist nie zu spät, mit einem Bewegungsprogramm anzufangen oder sich mehr wieder im Alltag zu bewegen, um die positiven Effekte tatsächlich zu erzeugen. Neben der positiven Einwirkung auf die körperliche Gesundheit sind Bewegungsprogramme im Alter auch für die geistigen Fähigkeiten essentiell. Wir wissen, dass Bewegung zum Beispiel positiv und präventiv wirken kann auf die kognitive Dimension. Dass zum Beispiel, wenn ich aktiv bin, ich ein 20% geringeres Risiko habe, eine Demenz zu bekommen, dann sind das natürlich wissenschaftliche Daten, die ganz klar untermauern, warum es so wichtig ist, dass der ältere Mensch sich bewegt, um zum Beispiel im Alltag seine Selbstständigkeit tatsächlich zu erhalten. Aufgrund dieser Ergebnisse hat es im Pflegebereich eine Gesetzesänderung gegeben. Statt 10 Minuten müssen die Bewohner an 5 Tagen die Woche 30 Minuten bewegt werden. Aber auch im ambulanten Bereich sind weitere Entwicklungen nötig. Da denke ich mir, ist es wichtig, dass wir im nächsten Jahr bei dem Kongress eben aufzeigen können, erstens, wie kann ich den älteren Mensch zur Bewegung bringen? Was sind überhaupt entsprechende Bewegungsprogramme für diese Population? Und dann natürlich aber auch, welche Strukturen haben wir zum Beispiel in der Versorgungsforschung? Was kann ich zur Bewegung als Hausarzt zum Beispiel? Wie kann ich da gucken, wie bewegt sich der Mensch? Welche Informationen bekomme ich zum Beispiel über die entsprechenden Tools als Hausarzt, um frühzeitig hier auch eine Gefährdung meiner Patienten überhaupt identifizieren zu können? Der Kongress erwartet Sie vom 14. bis 17. April mit zahlreichen Forschungsergebnissen, Workshops, Symposien und Vorträgen rund um das Thema Bewegung im Alter. Hiermit lade ich Sie herzlich ein zum 124. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin 2018 in Mannheim. Ich würde mich freuen, Sie dort begrüßen zu können.